Meinung A. Ich glaube, KI-Systeme sollten die Fähigkeit haben, Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen zu treffen, insbesondere in Bereichen, in denen sie effizienter und genauer sein können als Menschen. Aber es sollte immer eine menschliche Kontrollinstanz geben, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen ethisch und moralisch vertretbar sind. Markus Schmidt, 45 Jahre, Informatiker. Meinung B. Ich bin der Meinung, dass KI-Systeme zwar hilfreich sein können, aber sie sollten nicht vollständig autonom sein. Die Entscheidungen, die sie treffen, können weitreichende Auswirkungen haben, und ich glaube, dass Menschen immer das letzte Wort haben sollten. Es ist wichtig, dass wir die Kontrolle behalten und die Grenze zwischen Autonomie und menschlicher Kontrolle klar definieren. Julia Becker, 37 Jahre, Ethikerin. Beispiel. A. Hallo B. Ich habe gestern einen interessanten Artikel über KI-Systeme gelesen. Es ging darum, wie autonom sie sein sollten und wo wir die Grenze zwischen Autonomie und menschlicher Kontrolle ziehen sollten. Was denkst du darüber? B. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe auch einen Artikel dazu gelesen. Die Autorin, Julia Becker, ist der Meinung, dass KI-Systeme nicht vollständig autonom sein sollten. Sie glaubt, dass Menschen immer das letzte Wort haben sollten. A. Interessant. Der Autor des Artikels, den ich gelesen habe, Markus Schmidt, hat eine etwas andere Meinung. Er glaubt, dass KI-Systeme die Fähigkeit haben sollten, Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen zu treffen, insbesondere in Bereichen, in denen sie effizienter und genauer sein können als Menschen. B. Das ist ein interessanter Standpunkt, aber ich stimme Julia Becker zu. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Kontrolle behalten. KI-Systeme können zwar hilfreich sein, aber sie sollten nicht vollständig autonom sein. A. Ich verstehe deinen Standpunkt, aber ich denke, es gibt Bereiche, in denen KI-Systeme besser Entscheidungen treffen können als Menschen. Denke zum Beispiel an die Medizin. KI-Systeme könnten in der Lage sein, Krankheiten genauer zu diagnostizieren und bessere Behandlungspläne zu erstellen. B. Das ist wahr, aber wir müssen auch die ethischen und moralischen Aspekte berücksichtigen. Was passiert, wenn ein KI-System einen Fehler macht? Wer ist verantwortlich? Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Fragen klären, bevor wir KI-Systemen zu viel Autonomie geben. Ah, ja, das ist ein guter Punkt. Es ist wichtig, dass wir eine Balance finden zwischen der Nutzung der Vorteile von KI und der Sicherstellung, dass sie ethisch und moralisch vertretbar eingesetzt wird.